Ja, es klingt schon cool. Ja. Ich habe noch nie so eine Raft gebaut, aber irgendwie kommen wir da bestimmt mit klar. Na, da hast du wirklich beendet? Ja. Oh. Ich wollte auch gerade schon wieder anmoderieren. Ja, kannst ja machen. Du, wahrscheinlich ist das sogar schon die Anmoderation. Das ist jetzt auch schon die Anmoderation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingsprojekt, das in deiner Mama steckt. Oh Gott. Mama, warum heißt mein Bruder Raft? Herzlich willkommen hier auf dem Floß, auf dem Traumfloß, auf dem Floß, aus dem die Träume sind. In dieser Folge werden wir viel Ressourcen besorgen, denn wir machen große Schritte, aber das Raft ist unorganisierter als die allerletzte unorganisierte Wohnung. Ja, also so langsam brauchen wir irgendwie so eine Show, wo so Leute vorbeikommen und hier alles aufräumen und irgendwie putzen und irgendwie sagen, so können sie ihr Leben nicht mehr weiterführen. Bitte. Ja, bitte, genau. Aber wir kriegen das auch schon irgendwie wieder zu zweit. Kriegen wir das geregelt. Bisher haben wir noch alles wieder geregelt bekommen. Nie dieses Fangnetz. Ah doch, cool. Hat genau in dem Moment was gebracht. Ja, ich hatte vorhin auch ein bisschen drei Palmen rausgesammelt oder so. Super duper. So, ich brauche unbedingt in dieser Folge mal wieder eine Waffe. Dafür bräuchte ich zwei Metallbarren und einen Bolzen. Aus was stellt man eigentlich einen Bolzen her? Aus Nägeln? Aus Metallbarren. Auch aus Metallbarren, okay. Nein, Zombie. Ja, du verstehst, Raft, oder? Wir brauchen einfach Metall mal 500 und dann können wir alles herstellen, was wir wollen. Ja, so langsam verstehe ich das auch. Das heißt aber, wir müssen auf alle Fälle noch mehr Tauchgänge einlegen, ne? Ja, die Insel ist ja direkt neben uns. Sollten vielleicht mal da so eine kleine Kurve drehen. Wupp. Ich mache halt so am liebsten hier so ein bisschen Happa-Happa. Ich mache das Essen. Das geht jetzt auch richtig schön schnell. Ich habe auch echt Hunger. Ja. Bitte einmal zum Mitnehmen irgendwas. Hier, da kriegst du erstmal eine Rübe hier schon mal. Ansonsten sind noch weitere da oben drauf. Wir haben auch, glaube ich, irgendwo noch Quallen, Fleisch und so weiter. Aber ich mache jetzt erstmal die ganzen Rüben irgendwie durch. Da lohnt sich das ja am meisten, dass wir jetzt den neuen Grill haben. Also hier oben liegt auch gegartes Fleisch. Ach stimmt, ja. Ein Stück würde ich davon gerne essen. Ja, ja, dann isst das mal. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Isst das mal, damit es dir schmecken tut. Denn es ist lecker. Ja, wir sind gerade so halt in dieser Phase, wo man einfach nur Metall braucht. Wenn wir das haben, Leute, dann folgen wir der Story. Metall. Ja, auch noch. Story. Das wird ja auch am Ende. Es ist ein Survival-Game. Ich erwarte jetzt hier nicht irgendwie. Ich werde zu Tränen gerührt sein. Heute wir Fridolin treffen. Ja, aber erst, wenn wir den treffen. Okay. Ach, der heißt schon wieder hier dran. Ich bin instant gerannt. Sehr gut. Geil. So, hast du sogar noch einen hinterher bekommen. Kann man nicht auch reparieren? So, ich würde sagen, wir sollten ongern. Okay. Kann man nicht auch reparieren eigentlich, wenn ich jetzt hier mit dem Hammer drauf gehe? Nee, ne? Doch, du musst bei dem Rechtsklick reparieren auswählen. Es kostet aber dann eine Planke halt zu reparieren. Ah, hier, reparieren. Ah, okay, alright. Wusstest du, mir wurde so ein TikTok verlinkt, dass man sich mit so ganz kleinen Planken runter ins Wasser begeben kann und dann hat man auch... Ja, da habe ich sogar drauf geantwortet, auf das TikTok. Wow, Alter, du bist ja richtig, du bist ja wirklich, du hast ja, du hältst mit ja den dekorativen Planken, die kriegt man ganz am Ende vom Spiel. Du hältst ja richtig die Nähe zu deinen Fans. Ja, auf Twitter, da lese ich allen Scheiß. Zu deinen Fans? Zu meinen Fans. Zu deinen Fans? Ja, folgt schon bei uns mir doch mal auf Twitter. Du hast dich schon gegrillt. Sehr schön. Sekunde, ich mach grad Dips. Machst du einen Dip? Ich mach Dip. Fürs Essen? Nee, die Sportübung habe ich gerade kurz gemacht. Irgendwie, ich habe Energy-Überschuss, weißt du? Okay. Ja, okay. Kurz mal so 20 Liegestützen gemacht. Kurz mal 20 Liegestützen. Können wir denn die Kisten vielleicht irgendwann mal, sobald wir Platz haben. Ja, ne? Auch irgendwie sowas. So, warte, was ist unser Raft gerade vor der Form? Was ist unser Goal? Ich würde sagen, aktuell ist es ein... Ist es nix? Aktuell ist es nix. Ach, zumindest der Grill hier, der läuft richtig gut. Schön. Wollen wir den Hai jetzt gleich wieder ablenken oder wollen wir uns aufteilen? Der Hai ist fast kaputt. Der ist fast kaputt. Ich piekse den. Ich lass mich mal beißen und piekse den dabei. Ja gut, dann müssen wir nämlich auch die Makrelen dafür nicht aufgeben oder sowas. Tatsächlich, wenn man schafft, den Hai zu pieksen, bevor er dich angreift, dann greift er nicht an. Kann man den Angriff abwehren. Ja, ja, das haben ja auch viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass es da ein ganz bestimmtes Fenster eigentlich gibt. Ja, genau, habe ich gerade zweimal geschafft. Dreimal.
Aber das ist so, tolles, das ist mehr Leben. Sowas für den Souls-Spieler hier unter uns. Geil! Okay, dann ab ins Wasser, ne? Ja, jetzt kannst du sammeln gehen. Dann schauen wir mal, wo wir hier vielleicht einen guten Spot haben, weil das hier sieht alles sehr, sehr... Ja, wir sind schon, glaube ich, auf der falschen Seite. Sehr, sehr schlecht aus. So. Ich fäll mal kurz die Insel auch. Also wir bräuchten primär Metall, aber Schrott und sowas nehmen wir einfach auch alles nach wie vor mit, ne? Ja, Schrott und Steine lasse ich halt meistens da liegen, aber eigentlich Schrott brauchen wir ja echt auch. Hast du recht. Ja gut, Steine lasse ich dann auch mal ein bisschen mehr liegen. Und natürlich trotzdem auch schön Ton, ne? Und so weiter und so fort. Hast du wieder auf den anderen Inseln eigentlich die Wassermelonen liegen lassen oder hast du sie diesmal mitgenommen? Ich habe angefangen, Wassermelonen mitzunehmen. Also jetzt wahrscheinlich noch nicht perfekt. Das ist so ein bisschen so das neue, du hast da irgendwie bei sonst was für eine Sekunde Kohle übersehen, aber ich versuch's. Ich versuch's. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ich esse sie dann halt auch meistens sehr schnell. Eine Riesenmupfel! Ja. Mit einer Riesenmupfel können wir ein Vogelnest bauen. Kriegen wir Vogelfeder. Das ist, glaube ich, schon die zweite, die wir irgendwie gefunden haben. Die brauchen wir für... Pfeile. Oh, Zombel, ich habe endlich mal ordentlich Metallerz. 3 Stück habe ich gefunden. Oh, ich war noch nie stolzer. Ich habe auch das Gefühl, dass es so langsam, alles gut werden könnte. Ich bereite dich auf die Welt vor. Und dann, wenn ich sterbe, dann kannst du das Geschäft übernehmen. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich auch nicht, aber das ist, so ist es halt. Ich ja auch nicht. Das wäre das so diskutabel. Ich ja auch was, ne? Also hier, es ist, wie es ist. Ja, Stein. Ich will keinen Stein. Ich will eigentlich keinen Stein. Oh, cool. Schnell mal hier Luft holen. Es ist ja auch erstmal so ein bisschen, ne, wenn man das erste Mal ausführlicher spielt, muss man ja auch mal abschätzen lernen. Irgendwie, wie sieht's mit der Luft aus? Wie lange das hält? Wie lange kann man unter Wasser bleiben? Da gehört schon ein bisschen was dazu, ne, mit der Zeit. Aber es wird immer besser. Ich nehme zwar ab und zu noch sinnlos Stein mit, aber warum nicht? So... Inventar ist geleert, ich bin gegessen, dann kann ich weiter mit Zeug sammeln. Du bist gegessen? Wieso hast du dich denn gegessen? Weil ich gehungert. Okay, das ergibt Sinn. Oh, scheiße, wir brauchen unbedingt einen... Dann stelle ich jetzt einen normalen Haken her, oder? Weil wir haben ja erstmal kein Bolzen mehr und sowas. Doch, 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 wir haben 6 Metall. Oh, echt? Ja. Ja gut, dann kann ich mir auch wieder einen guten herstellen. In der Kiste mit dem Metall. Beratenden Sachen. Ja, genau. Das Metall ist in der Kiste mit dem... Okay. Ja, die Sachen, die man brät und darunter tue ich dann die Sachen, die gebraten sind. Ah, du bist ein schlauer Mensch auch. Ein Schelm. So generell beeindruckend, beeindruckend. Wirklich, zack, zack, zack. Hier schön wieder Metallerz rein. Okay, und oben drüber lagern wir dann einfach die Sachen, die wir halt überbraten. Ja, das ergibt Sinn. Genau. Haben wir irgendwo noch Planks für den Haken? Just a plank, bro. Ja, 20 Stück in irgendeiner Kiste. Echt? Gerade ist reingelegt. Ich bin blind. Aber wahrscheinlich in der großen. Die habe ich bisher, die ignoriere ich noch so ein bisschen. Schön, der neue Schrotthaken ist am Start. Sehr, sehr geil. Hattest du eine gute Ausbeute im Meer? Ja, also zumindest hier ist 3 Erz schon drin, was schön rund läuft. Das muss ich jetzt hier auch, da kann ich die Planken hier direkt nochmal reinnehmen, dass das alles hier auch wirklich durchbrät. Sehr gut. Wie sieht es hier mit der Nahrungsaufnahme aus? Zack, zack, die Rüben. Ey, geil! Ich habe so langsam das Gefühl, es läuft. Das Raft sieht zwar wirklich schrecklich aus, aber... Ja, darum kümmern wir uns ja jetzt, wenn wir gleich ein bisschen durchs Meer fahren. Ja. Weil dann sammeln wir da einfach richtig schön viel Plastik und Holz und dann können wir einfach unser Raft so richtig schön groß machen. So, ich gucke jetzt auch nochmal kurz, ob ich hier noch ein bisschen was mitnehmen kann, solange der Hai vielleicht noch die... Ach, da ist er wieder. Aber vielleicht, wenn ich auf die andere Seite gehe. Also ich habe auf alle Fälle ein bisschen Metallerz, ist ordentlich mit bei. Ein bisschen Sand habe ich auch noch im Inventar. Ja, das ist supi. Ich sammle hier auch gerade noch so ein paar Reste, die ich sehe. Ja, ich sehe dich. Aua, der hat mich gebissen. Ja, der ist langsam, ist er am Start. Wieso sind denn auf den Inseln immer so gottverdammt viele Blumen? Ja, genau, deswegen lasse ich die auch immer stehen. Ja, ich halt bisher noch nicht, das ist noch mein Fehler. Ja, sobald wir eine Kiste für die haben, dann sammeln die sich ja eh. Gut, hier auf der Seite ist wirklich gar nichts. So nichts los.
Ja, ich glaube, wir haben alles. Können weiterfahren. Ich schwimme ganz weit heraus. Für ein einziges Fass. Bohnen kann man, glaube ich, gar nicht braten. Das da. Hier sind ja schon wieder drei gebratene Metallbarren. Ja, das habe ich gemacht. Die Zukunft. Die Zukunft. Ja, die Zukunft. Oh, die schön. Ist schön, die Zukunft. Schön. We're back in the game. Zombie, don't call it a comeback. We've been here for years. Niemand hält uns mehr auf. Niemand. Außer, keine Ahnung. Außer GLP. Nur stimmt. Er kann uns stoppen. Nur er kann uns stoppen. Der Glüppel! Der Glüppel. Ja, der Glüppel. So, hallihallo. Ich habe drei Kupfer auch noch gefunden. Ja. Warum sind denn in dem Lager hier lauter Blumen? Das, weil du die da reingeworfen hast, dann habe ich alle anderen Blumen auch dazu gepackt. Ich dachte, da kommt das Zeug rein, was wir da hatten. Die Ordnung hatten wir noch nie festgelegt. Also hier, da oben das, was wir braten und da unten das, was rauskommt. Oder so. Ach so, nee. Nee, okay. Ach so, können wir auch, aber ich habe in derselben Kiste die Ordnung einfach gemacht. Okay, ja, dann ist auch cool. Ich überlasse das Ordnung, glaube ich, einfach so ein bisschen dir. Ich habe da wirklich nicht so den... Ich habe da nicht so Drang. Den Drang zu, weißt du? Okay. Also es gibt ja auch so Leute, die müssen Inventar immer sehr, sehr sortiert haben. Also manchmal habe ich das schon auch, aber ich... Werkzeug mir ist das, immer auf der 1, sonst sterbe ich. Ich habe kein Problem damit, ewig zu suchen. Aber ich kann verstehen, wenn andere Leute das anders sehen. Kann ich nachvollziehen. Deswegen kannst du ja diese Bedürfnisse, sag ich mal, befriedigen. Okay, ich möchte keine Bedürfnisse befriedigen. Also, okay. Das war ja auch nur ein Vorschlag, also. Ich will einfach nur looten. Looten und leveln. Looten und leveln. Okay, so. Ich hätte mega Bock, jetzt auch mir mal so einen Metallsperr zu machen. Eigentlich. Der ist halt echt teuer, aber kannst du machen. Ja, du hast das Zeug ja gesammelt. Auch, ja, aber wir, es ist ja trotzdem unseres. Es sind unsere. Es ist ja unsere gemeinsame Ressourcen, Departement de Chevet de Pierre, und deswegen will ich natürlich, dass das, wenn dann auch von dir abgesegnet ist. Es ist abgesegnet. Ich kann natürlich stattdessen auch einen Bogen machen. Weiß nicht, wie viele Federn wir aktuell haben. Wahrscheinlich nicht genügend. Der Bogen bringt halt echt wenig. Der ist halt echt nur für den Vogel da und die Pfeile machen nicht so den Schaden. Okay, also es ist abgesegnet. Dann mache ich mir jetzt auch eine leckere Metallsperr, mit dem ich viel, viel Freude und Spaß haben werde. Und ich werde immer dran denken, wie nett von Zombie, dass er gesagt hat, juhu. Guck, da hätte ich ihn jetzt zum Beispiel schon gebraucht. Ja, ich piek schon in sein Gesicht. Es ist nicht kaputt gegangen. In sein Gesicht hinein. Das oh mein Gott, man muss halt mit zwei Holz reparieren. Das ist trotzdem noch echt teuer. Einmal reparieren macht nicht komplett voll. Mhm. So, hier kann ich wieder schön Metallerz reinbuddern. Hier ist ein bisschen gebratener Hai, wenn du Hunger hast. Ja, das könnte ich mitnehmen. Ich weiß nicht. Ja, gut. Macht mich nicht komplett voll. Passt. Okay, was ist denn unser nächstes Bauziel? Ist eigentlich erstmal, dass wir jetzt mal, glaube ich, das wieder größer und schöner machen sollten hier, oder? Genau. Ja. Ich habe ja schon an einer Seite eine komplette Reihe wieder rangebaut. Und sammle jetzt einfach hier fleißig alles Plastik und Holz, was ich finde. Okay. Das klingt nach einem Plan. Oh Gott, was ein schlechter Wurf. Oh, es kommt ja eh hier an. Danke. Wie du da stehst mit deinem Wildschweinkopf. Ja. Du wärst sicherlich eine wunderschöne Braut für Obelix. Hätte gerne Wildschwein gegessen, ja, ne? Ja, ja, das war Wildschwein, war ein richtiges Ding für den Obelix, Alter. Der war wirklich, das fand er lecker. Ist echt immer unfair, wie lecker Essen immer in Serien und so aussieht. Ja, 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 voll. Voll. Aber nur ein Unding. Und in echt schmeckt einfach alles nur noch wie Staub. Ja.
Deswegen isst du ja auch nur trockene Brötchen, weil das macht für dich effektiv keinen Unterschied. Kein Unterschied, richtig. Alles schmeckt gleich. Einfach alles gleich. Wir bauen auch irgendwie nichts mehr an hier gerade, ne? Das ist nicht so problematisch. Das hatte ich vor der Insel aufgehört, aber jetzt könnten wir eigentlich wieder, ja. Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen angesetzt. Das hier ist ja auch nicht symmetrisch nach wie vor. Was ist nicht mehr symmetrisch? Ich habe doch auf der anderen Seite jetzt eins länger gebaut. Sollte es jetzt nicht symmetrisch sein? Ja, das hier geht es ja in die Hälfte runter und das müsste ja noch so oben bleiben. Also es ist nicht ganz Symmetra, falls du die Meta kennst in Overwatch. Okay. Kannst gerne umbauen. Ja, okay. Ich guck mal, wie viel haben wir denn? Nein, ein bisschen. Wir haben gerade halt auf alle Fälle nicht genügend Planken für irgendwas. Ja, die brauchen wir halt auch gerade für die Bootform. Ja, und wir befeuern halt auch die ganze Zeit ohne Ende Zeug, ne? Ja, wenn man die Öfen aktiv so betreibt, das verbraucht schon ein bisschen was. Ich glaub's nicht. Endlich mal wieder ich ein Fass. Oh. Vor der Nase geklaut. Ja, aber dafür hast du mir hier die Palmblätter geklaut. Oh, aber unter uns ist so viel Zeug zum Sammeln wieder. Ja? Ja, ja? Das ist schon eine schöne Insel. Oh, viel Zeug, oder? Kurze Pause hier mal, ja. Oh, viel Zeug. Oh, wunderschön. Oh, so groß. Oh, ich mache auch eins. Noch eins und noch eins. Und das reicht nicht. Ja, ich hatte auch nicht so viel. Eine Planke noch, dann reicht's. Komm her. Komm. Komm bitte, komm einfach ran. Komm in mein Leben. Sei bei mir. So, guck mal. So, zumindest schon mal ein bisschen mehr Platz. Dann können wir alles bald mal so ein bisschen nach hinten verlagern. Und das da vorne, die Deko-Sachen und so, da kümmern wir uns auch noch irgendwann drum. Stück für Stück. Irgendwann ist alles ordentlich. Ordentlich. Gegarte Rüben. Wundervoll. Einfach schön ausgetauscht. Wir sollten gucken, dass wir die Palmen hier anbauen, dass wir einfach mal Holz hier auch mehr bekommen. Ah, dass wir das direkt immer wieder schön abklatschen können. Ja, ich bin sehr verwundert, dass wir nur zwei Palmensamen haben. Ah, hier sind nochmal zwei. Okay, jetzt haben wir vier. Ja, die sind mal wieder super messy. Es tut mir ja so leid mit der Ordnung, Mami. Nee. Ich, du hast doch gesagt, ich soll machen. Okay. Damit kann ich arbeiten. Aufgabenteilung. Wie in jeder guten Ehe. Ja. So, was kostet Hülsen? Alles gut? Drei Fässer sind hier einfach vor mir. Triple! It's a triple! Gönniere dir. Ich gönniere mir aber sowas von. Oh, das ist ja mal übergeilo. Alter, die Insel ist ja mega. Der hat da einfach so drei Fässer rumfliegen. Ja, ich gebe mir jetzt mal ein bisschen auf den Keks. Was ist denn hier runtergefallen? Wahrscheinlich Inventar voll. Ja, das kann sein. Waren hier Bäume auf der Insel oder? Oh, ja, ich habe schon zwei abgebaut. Ah ja, okay. Der Hai hat mich gerade leider fast kaputt gemacht. Also ich habe hier gerade so schön rausbekommen. Schön 17 Planken quasi irgendwie mit einem Streich. Ja. Und ein Dekorationspaket, in dem sich ein Plumpsklo drin befindet. Eine Toilette! Was reimt sich auf Toilette? Folgenende. Ich sterbe gleich. Oh, doch nicht. Bei all solchen Fragen sage ich nur noch Folgenende. Immer nur noch Folgenende, das wird schon sein. Oh, ist das schön, ey. Jetzt mit ordentlich Planken hier. So, das hier sieht halt quatschig aus. So, ich sammle mal ein bisschen Shroud hier. So. Der Hai will aber auch nerven gerade. Der hat Bock, ja. So, jetzt hier so eine Holzwand eben. Wieso kann ich die denn da nicht hinsetzen? Ach, weil da wahrscheinlich das Dingsens hier noch im Weg steht, ne? Werden wir angegriffen? Nee, ich mach den fertig. Okay, sehr gut. Ich entferne mal die Destillierstation. So, guck, und jetzt haben wir nämlich hier, zack. So, guck, jetzt ist das so und jetzt können wir hier wieder so dann
das rechts ranmachen und dann haben wir da endlich mal vorne die eigentliche Form, die ich vor Ewigkeiten mal irgendwie ausgedacht habe. Jetzt gerade und keine Ecke. Ja, guck, jetzt kannst du so machen. Oder okay, das kann es sein, dass du das Wasser immer leer trinkst, aber nicht auffüllst? Welches? Hier in der Mitte. Immer wenn ich Durst habe, ist dieser Kasten in der Mitte einfach leer. Du musst aber nur ein bisschen Wasser reinfüllen. Du kannst aber fünfmal auffüllen. Beruhigst du dich jetzt bitte? Ich verdurste. Ich sterbe dank dir. Ich habe hier gerade ein architektonisches Projekt vor mir. Okay. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es angehen möchte. Aber ja, du hast recht. Es tut mir leid. Ich habe das vernachlässigt. So, das ist halt immer noch... Wir brauchen halt... Eigentlich muss das nochmal hier eins breiter werden. Hier sind es nämlich zwei. Huch, tschüss. Ich brauch nur ein bisschen Zeug hier unter Wasser. Ja, ich lasse das jetzt erstmal so. Oh, weg da. Also eigentlich will ich hier so oder so rechts runter gehen, aber dann müssen wir hier das auch nochmal eins breiter. Hier die eine Linie ist etwas zu long. Aber wir können natürlich long in die... Linie. Ah ja, nee, wir sind ja jetzt in die Richtung schon lange, also bauen wir da vorne so den Bug hin. Ja, also machen wir hier jetzt einfach so eine gerade Wand, oder? Wie du möchtest. Ich baue jetzt erstmal hier so eine Reihe Netze dann hin, hinten. Okay, ja, ich wollte eigentlich, dass das hier nach vorne geht, aber ich glaube, dann machen wir einfach so, dass das hier nach vorne geht. Das wird super. Ich glaube an dich. Ich glaube auch. An deine Vision. Danke. Soll ich mich vom Hai essen lassen? Wieso? Weil ich ihn dann weiter angreifen kann. Das klingt ja fast game-breaking, was du davor hast. Er ist tot, okay. Oh, super, sehr cool. Du hast gut gemacht. Ja, ich wollte sterben, aber leider war ich zu gut. So, jetzt geht das hier in die Richtung. Guck, jetzt siehst du auch langsam die Schiffform. Siehst du die Schiffform? Da vorne ist der Bug. Ah, guck. Ja. Ja, dann kann man sich da so hinstellen und dann zack, in die Richtung segeln und so weiter und so fort. Okay, ja. Ja. Ich baue nie am Rand, weil der Hyper weist halt einmal rein und zerstört uns 30 Holz. Ich weiß. Das ist noch das Problemchen. Das habe ich schon. Also wenn du am Rand bauen willst, dann musst du halt Metall hernehmen und diese verstärkten Böden machen. Mmh, weil dann greift der Hai die Seite halt nicht mehr an. Ja, dann müssen die da eh hin, weil das sieht sonst ein bisschen doof aus. Weißt du, wenn man da so ein Schiff hat, ja nicht irgendwie nochmal so Boden irgendwie am Rand. Wie viele Metallbarren haben wir noch? Ich sehe keine in den Kisten. Ach doch, nur in der falschen Kiste, 6 Stück, okay. Hier, ich habe auch noch 3. Hier im Inventar. Ja, nee, warte, das soll, könnte... Hast du Nägel oder Schrot? 13 Nägel habe ich. Ja, genau. Nägel. Da, okay. Ja, das sollte reichen. Dann mache ich den Boot, dann mache ich das hier mal verstärkt ja, hier vorne. Das wäre super geil. Wir können die Ecke aber hier auch halb bauen, ne? Man kann auch so halbe Flächen bauen. Das wäre noch besser, würde ich sagen. Wir schauen kurz dem... Baumeister Zimbel Zombel Zabelschnack dabei. Oh, da, sowas. Wowie wowsies. Toll. Dann ein Metall, zwei Metall, drei Metall, vier Metall, fünf Metall und dann ist die Ecke schon mal sicher erstmal. Ah, das ist hier, das ist der dreieckige Holzboden, den du gemacht hast, ne? Ja. Ja. Ey, super gut. Aber hier ist jetzt, hier hast du jetzt keine halbe gemacht, fällt mir gerade auf. Ja, da ist irgendwie das Boot ja auch noch weiter. Machen wir das dann weg hier, den Rand später. Den machen wir entweder weg oder das wird halt so ein bisschen wie so eine Terrasse. Weißt du, ein Boot mit so einer Terrasse, mit so einer Veranda, die noch rausgeht. Okay. Das ja, dann machen wir. Wie so ein Hausboot. Dann kommen die Netze hier an die Rückseite dann ran. Okay. Ey, Zombie, es kommt, merkst du, was passiert? Es entstehen Dinge. Es entsteht ein Boot. Es entsteht wirklich mal ein Boot. Oh, ist das ist schön. Ist das schon die volle Breite von unserem Boot, dass es dann so 3 Felder breit ist? Ja. Ich würde auf alle Fälle halt voll gerne noch in die Höhe. Also ich hätte ganz gerne dann irgendwann nochmal so ein zweites Stockwerk oben drauf. Wirklich so ein bisschen Hausbootmäßig. Das klingt schon cool. Ja. Ich habe noch nie so einen Raft gebaut, aber irgendwie kommen wir da bestimmt mit klar. Und weißt du, womit die Leute halt wieder klarkommen müssen? Dass sie auf die nächste Folge warten müssen. Ja, aber ihr seht, wie hier langsam was zustande kommt. Und wir freuen uns natürlich über eure lieben Kommentare, Bewertungen und dass ihr natürlich auch beim Zombie vorbeischaut. Ohne ihn wäre dieses Projekt hier doch nur nicht da. Hast du 7 Holz? 2.
Ich wollte noch das Palmending jetzt hier zum Abschluss. Nein, wir bauen das Palmending noch. Wir fahren jetzt noch eine Minute. Okay, Leute, Zombie hat die Folge für euch verlängert. Bedankt euch bei Zombie. Sie ist länger. Sie ist besser. Ja. Sie ist intensiver. Ich finde es gut, dass wir jetzt nichts hier unten abgebaut haben, obwohl der Hai tot ist. Ja, stimmt, das war nicht so smart. Jetzt haben wir was abgebaut. Oh, ich erstick gerade. Ja, ich esse noch ein. Ich nehme hier noch einen Happen und sammle auch noch mal kurz zwei, drei Sachen. Hast mich überredet. Oh, ganz kurz. Das ist ja alles schon Bonus-Content jetzt. Ja, es ist halt Bonus-Bonus-Content. Die Folgen sind so schon richtig long. Sonst machst du noch longer. Sonst werde ich bald anfangen, die in YouTube Shorts zusammenzuschneiden. Gibt's einfach nur noch 1-Minuten-Folgen. Okay, es ist schon neuer Hai da. Ich nehme die zwei Metall hier mit, die ich sehe, und dann gehen wir. Okay, ich habe auch nochmal. Mich zu beißen. Ich habe auch nochmal Metall gefunden. Ah, jetzt. Aua. Das Boot fährt weiter in 5, 4, 3, 2, 1, Anker lichten. Oh, wie ich manchmal immer noch so sinnlos Stein einsammel. Ist wirklich. Geht das? Bist du drauf? Wo? Auf Drogen, ja. Oh, ja. Ich meine auf dem Floß, weil wir losfahren. Ja, okay, warte, ich komm. Wo bist du? Wo? Zombie! Nimm mich mit! Ich habe extra einen Countdown gemacht. Oh Gott! Ich hab geankert. Der Anker, der geht aber richtig tief. So. Und weiter. Auch nochmal schön Metallerz mitbekommen. Geil. So, okay, 5 Holz und dann haben wir unsere Palmenanbaufläche und das ist das Folgengoal. Denkt dran, Leute, diese Zeit habt ihr gerade nur wegen Zombie. Diesen Moment, den hätt's so nicht gegeben. Ich wollte schon gehen, aber Zombie wollte weiterstehen. Weil Zombie so gierig ist. Der ist einfach gierig drauf. Der will, dass hier am Ende zumindest irgendwie was Gutes unterm Strich steht auf der Rechnung, ne? Dass man sagen kann, das und das hat halt mal wieder geklappt. So, eine Planke, da. Ist ganz schön stürmisch gerade zum Sammeln, ne? Ja, ich bin auch gerade schon irgendwie dreimal vom Floß runtergefallen. Weißt du eigentlich, was du der Watchtime damit jetzt angetan hast, weil es bestimmt Leute gibt, die bei der Hub-Moderation schon ausgeschaltet haben und die ganzen. Ja, aber die Leute, die jetzt dann abgeschaltet haben, die schauen nochmal in die Folge dann rein. Ah, okay, weil die das mitbekommen, ne? Man munkelt. Ja, ja, beim nächsten Mal sind die dann verwirrt, so, hä, warum haben die schon die Shotgun und dann. Dann können wir sagen, ja, weil es nochmal weiterging, ihr müsst halt gucken, wie lang die Folgen gehen. Genau. Ja, ihr müsst schon schauen, das ist hier intelligent. Ich habe keinen Haken mehr, ich brauche den Kunststoff da vorne. Wie viel Plank brauchst du? Ich habe jetzt nämlich aktuell 6. 5. Ja, guck doch, dann komm mal her hier, du. Kleiner Fratz, da bitte. Und zeig, was du noch bauen wolltest. Komm. Die Planken. Zeig's. Wo ist es? Da, Anbaufläche. Zeig's. Bauen. Ja. So, jetzt ist unser Raft endlich ordentlich. Wow! Und was pflanzen wir noch ein? Eine Palme. Eine Palme? Ich palme sie da rein. Sie ist drin. Ach, du hast Palmsamen dabei? Mhm. Ja, jetzt kriegen wir Holz auf dem Raft. Hammer, das ist ja so schön. Selbstversorgung. Da erinnere ich mich auch noch dran, das ging früher gefühlt viel, viel schneller in den ersten Versionen von Raft, dass man hier so eine kleine Palme wächst. Das ist ja auch wirklich süß, so eine putzige kleine Palme. Uiuiui. Das Rezept haben wir, glaube ich, schon länger, aber... Uiuiui. Ja. Metall hat halt gefehlt. Oh, die Palme ist an meinem Po. So, also, dann geht's an der Stelle aber wirklich vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich meine Palme noch haben durfte. Ey, alles für dich, alles für dich. Du hast alle Palmen auf dieser Welt verdient. Ja. Ja. Tschüssi, Leute. Macht's gut. Tschüssi.